Mensch, das sind so wieder so eine Kleinigkeiten, wo ich denke, warum fällt das der Qualitätskontrolle nicht auf? Ja, da haben sie schon so ein super tolles Detail mit dieser Schiene für den Rollstuhl, ja, und dann sowas hier. So, guten Tag. Papa Brut darf nicht den Schlüssel zum Zimmer bekommen. Er hat ihn schon zweimal irgendwo im Haus verlegt. Tür gibt nicht nach. Muss ich den jetzt auch mal wieder suchen, oder wie? Tja, die bekommt man nicht, wenn man im Schützengraben bleibt. Geschätzter Graham, ich habe mich sehr über deinen letzten Brief gefreut und weiß es zu schätzen, dass du dich um mich sorgst. Abermals möchte ich dir dafür danken, dass du mir in der Schlacht das Leben gerettet hast. Die Sache mit deinem Gesicht tut mir unendlich leid. Du hättest mich einfach mein Schicksal überlassen können, aber das hast du nicht getan und mich damit vor dem Tod bewahrt. Ich stehe für immer in deiner Schuld, Jones. Hier war doch gerade auch noch was. Oh, hat er vielleicht eine Gesichts-OP gehabt? Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Paris, im Dezember 1918. Direkt nachdem die Waffen geschwiegen haben. Vergib mir, Vater. Denn ich habe gesündigt. Destroy this mad brute. Das ist der Affe und das sind Fishmouth. Aha. Huch! War der die ganze Zeit hier? Mr. Carpenter? Ja, Graham Carpenter. Was kann ich für Sie tun? Einer Ihrer Arbeiter hat gestohlen. Und zwar einen Sack Kartoffeln. Oh. Ich hoffe, meine Männer haben die Sache nicht selbst in die Hand genommen. Noch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, das Problem ohne Gewalt zu lösen? Die Familie des Mannes leidet Hunger. Ich werde niemanden bestrafen, der nur versucht, seine Familie durchzubringen. Warum hat er mich nicht einfach um mehr Essen gebeten? Sagen Sie ihm, er kann das Diebesgut behalten. Und falls er mehr braucht, soll er wiederkommen. Vielleicht braucht er ja auch Medizin. Können Sie ihm das hier geben? Viel ist es nicht, aber besser als nicht. Oh, das ist so surreal, ist das, ne? Das Auge links, das blinkert und blinzelt und das andere, die Maske, ist einfach starr. Also die Gefühlslage von den Menschen dort vor Ort möchte ich überhaupt mir nicht vorstellen. Wenn du da stehst und hast nichts mehr. Ja. Das ist, also, nee. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre in der Situation und hier wäre alles weg, dein ganzes Hab und Gut, deine ganzen Habseligkeiten, sowohl die emotionalen Werte, wie auch eben halt die reinen Werte, die irgendwo rumstehen. Ne? Es ist alles beschädigt und du stehst vom Scherbenhaufen. Nee. Darf ich fragen, warum Sie plötzlich so großzügig sind? Warum verteilen Sie kostenlos Vorräte? Ich will den anderen einflussreichen Familien in Oakmont mit gutem Beispiel vorangehen. Gemeinsam könnten wir die Stadt zu einem besseren Ort machen. Zumal die Menschen nach der Sache mit dem vergifteten Fisch nichts mehr zu essen hatten. Ich musste zur Tat schreiten, um eine Hungersnot zu vermeiden. Woher weiß der von dem Fisch? Danke. Ich dachte, Brutus sei der Kopf der Familie Carpenter. Hat sich das etwa geändert? Nee, ganz und gar nicht. Mein Vater hat immer noch das Sagen. Ich habe lediglich einige seiner Pflichten übernommen. Er ist nicht mehr der Jüngste und braucht mehr Ruhe.
Die Maske. Warum tragen Sie sie? Eine Kriegsverletzung. Verzeihen Sie, aber ich möchte nicht darüber reden. Auf Wiedersehen. Okay, wir haben einen neuen Hinweis für Gedankenspiele. Ich guck mal. Will seine Familie ändern? Die Carpenters helfen den Bedürftigen. Graham ist mutig genug, um mit den Familientraditionen zu brechen. Er will die Dinge wirklich zum Besseren bewegen. Und wieder morden. Brutus verdient eine zweite Chance. Hatte den Tod vor Augen, wurde dadurch milder. Er versteht nun, wie wertvoll das Leben ist. Ja, aber bei Brutus wissen wir es noch nicht, sondern... Ey, die finden immer noch... Ach, scheiße. So, ich will mal hier einmal in den Raum gucken. Hier ist irgendwo wahrscheinlich ein Schlüssel versteckt. Boah. Schlüssel des Carpenter-Anwesens. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Guckt mal das Gesicht genau an. Sieht man das? Also entweder scheint hier ganz derbe die Sonne oben auf dem Kopf und das Gesicht war immer, das ist doch blass. Oh la la. Waren Sie nicht derjenige, der Robert einen Affenliebhaber genannt hat, Brutus? Vielleicht ist ja unser Auftraggeber... Der Falsche. Vielleicht hat er einen Doppelgänger. Die Flasche ist seit Jahren leer. Da glaubt wohl jemand, eine Flasche kann einem ewiges Leben bescheren. Die Sache hat eine unerwartete Wendung genommen. Ich stehe kurz vor einer umfassenden Verjüngung. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Glaubensgemeinschaft dieser alten Kirche noch gibt und schon gar nicht, dass sie mir helfen kann. Vielleicht täuscht dieser hohe Priester seine Abneigung gegenüber den Machenschaften meiner Familie nur vor. Oder aber er versteht endlich, warum ich meinen Verfall aufhalten muss. Und dazu muss ich ihn nur noch treffen. Die Kosten spielen keine Rolle, zumal ich in Oakmont der Einzige bin, der ein ewiges Leben verdient. Morgen ist es soweit. Die Stadt wird einen neuen, jungen Brutus Carpenter zu Gesicht bekommen. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Damit Japan ist ja... Ich verstehe es auf der einen Art und Weise, was jetzt die ganzen Realveranstaltungen und so weiter betrifft, aber wir haben es doch gesehen anhand England und wie in England derzeitig auch weiter explodiert, dass das überhaupt noch nicht unter Kontrolle ist und dass die Menschen an sich, und da schließe ich mich halt nicht aus, ne, nicht in der Lage sind, selbstständig ohne Regeln, die auferlegt werden, sich so zu verhalten, oder sich immer so zu verhalten, muss man dazu sagen, um der Pandemie Einhalt zu gebieten. Ja. Von wegen, dass die Leute, die sind ja alle aufgeklärt genug und so weiter und eigenverantwortlich. Es funktioniert ja nicht. Und wenn die Leute eben halt ausgelassen sind, weil sie eben halt zu einer sportlichen Veranstaltung fahren oder eben halt im Urlaub. Wir haben zum Beispiel einen oder anderen Nachbarn im entfernten Umkreis, die drängen jetzt unbedingt nach Kroatien. Warum? Ja, ich meine... kann ich nicht nachvollziehen. Brutus darf Priester einer alten Kirche. Kirchgänger wollten Brutus einäschern. Vielleicht ist der, den sie einäschern wollten, sein altes Ich.
Alle Spuren deuten auf eine alte Oakmonter Kirche hin, die den Herrn der Wälder verehrt. Vielleicht geben Geschichtsbücher Aufschluss darüber, um welche Kirche es sich handelt. Okay, Geschichtsbücher. So, wollen wir mal ihn fragen? Ich frage ihn mal, warte mal. Brutus Carpenter, nehme ich an. Ja, das ist richtig. Haben Sie etwas zu essen gebracht? Ich bin sehr hungrig. Nein, tut mir leid. Ach, dann gehen Sie. Wiedersehen. Der ist aber sehr, sehr glatt gebügelt. Hat man das gesehen? Aber vielleicht ist er, es ist er dann der Klon. Und der Klon wollte sein altes Ich wegwerfen. So, wir müssen mal gucken. Wir müssen, was müssen wir denn jetzt? Das können wir hier wegpacken. So. Wir brauchen jetzt die, ist es die Bibliothek? Ja, die Bibliothek brauchen wir, ne? Wegen der Historie. So, einmal rundherum. Obwohl, wir hätten auch einfach... Ah, nee, hinten gibt es keinen Durchgang, glaube ich. Was super Fuppes sind, ist Fußball? Okay. So, dann gucken wir mal. Informationen hier. Ah, hier, Geschichtsbücher. Okay, Rubik, Geschichte. Das Nicht-Zeitraum. Machen wir mal 17. bis 19. Jahrhundert und dann regional. Da haben wir es. Eines der bedeutsamsten Gotteshäuser in Oakmont war die Erlöserkirche. Die Glaubensgemeinde betete Cawil als den Herrn der Wälder und Hirten der verlorenen Schafe an. Die Erlöserkirche hatte die größte Glaubensgemeinschaft der Stadt, bis die St. Michaeliskirche des brennenden Dornbusches gegründet wurde. Die Erlöserkirche steht immer noch und befindet sich in der Marsh Avenue zwischen der Polaris Road und der Old Church Road im Zentrum des Bezirks Salvation. Okay, also Marsh... Zwischen Polaris und Old Church. Okay. Salvation ist hier unten gewesen. March. Zwischen Polaris und Old Church. Also das hier. Hier. Wahrscheinlich ist es das Gebäude hier. Und wir haben wieder so viele Infos. So. So, wie kommen wir da am schnellsten hin? Das Schöne ist, da gibt es einen Schnellreisepunkt. Wir sitzen jetzt hier oben an dem Schnellreisepunkt. Oh, das ist praktisch. Also wenn wir in ein neues Gebiet kommen oder so, ne, müssen wir immer vorher schauen, ob wir schnell reisen können. Was sind denn Revelandic Games? Kenne ich gar nicht. So, dahin. Und eigentlich wollten wir nur hierher wegen einer Aufgabe, ne, die wir bekommen haben. Die UEFA-Welle meinst du, ne? Ach, eine Hunterbets. Das ist eine Kirche, ja, stimmt. Hier draußen sitzt sogar jemand.
Aber sitzt doch nur. Die Tür gibt nicht nach. Keine Ahnung. Also es brennen hier die Kerzen, also ist hier jemand drin. Schießpulver haben wir nicht, das haben wir alles, okay, gut. Ist klar. Wo ist er? Haben wir alles? Okay, 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 okay. Es gelang Hilda nicht, den Bürgermeister mit dem Versprechen auf ewiges Leben zu ködern. Ich fürchte, wir müssen Quecksilber in sein Schlafzimmer schütten, um unser Angebot attraktiver erscheinen zu lassen. Aha. Lecker. Sollte ich gleich in den Keller gehen oder nach oben? Patronenhülsen. Schön versteckt aus der Ecke. Damit wir nicht getroffen werden können. Mehr kann ich nicht tragen. Ja, mehr kann ich aber auch nicht bauen. Wobei ich könnte... Genau, das kann ich bauen. Da haben wir noch genug Schuss, das geht auch. Okay, das lassen wir mal, das heben wir uns auf. Sieht übel zugerichtet aus. Wie die Augen, die gucken raus, Mann. Oh nein. Hier geht's zum Tauchen. Ich gehe erstmal oben gucken, wir haben Schlüssel. Okay. Frage ist, sehen wir das jetzt dann wirklich oder ist es nur eine Wahnvorstellung? Oder ist es eine getarnte Wahnvorstellung, die wir aufdecken können? Oh, wir können runter. Wir können runter.
Der ist in einem guten Zustand und könnte sofort benutzt werden. Okay, wir brauchen nicht runter. Sehr gut. Der ist in einem guten Zustand und könnte sofort benutzt werden. Meine Tochter, meine verfluchte Saat, diese verführerische Hexe. Ich habe sie verbrannt, doch sie kam zurück. Wie lange wird mich der Allmächtige noch auf die Probe stellen? Sie ist hier und lacht über meine Schwäche. Ihr Leib ist nicht mehr der ihre, es ist nun der Leib der bösartigen Ziege, eine Brutstätte des Teufels. Sie ist mein Blut, mein Schatz. Jetzt können weder der Teufel noch böse Männer sie berühren, da ich ihr sündiges Fleisch gepeinigt und ihre Schönheit zu Staub verwandelt habe. Wie kann das sein? Wie? Sie kam zurück durch den sündigen Schlund, in den sich ihr Körper verwandelt hatte. Sie flüsterte mir das Versprechen zu, dass wir zusammen sein werden für immer. Sie haben mich, ihren Vater, gehängt, doch ihr Triumph währte nicht lange. In dieser Nacht wurde ich wiedergeboren durch meine liebe Tochter. Mein Inventar ist voll, ja. Ich kann leider nichts bauen. Also ein bisschen hier. Ich kann jetzt hier ein bisschen Munition bauen. So, aber ich kann nichts bauen. Ne? Deswegen hänge ich da ein bisschen in der Luft. Ich gehe einfach bloß hin, um zu gucken, ob vielleicht noch irgendwas ist, was ich dann wieder mitnehmen könnte. Und irgendwas übers... den Geruch kenne ich. Ein verwestes Stinktier riecht sicher auch nicht schlimmer. Wir haben wieder die Dinger. Hier musst du echt tierisch... tierisch aufpassen. Ah, wir sind in dem Modus wieder. Ich gehe mal kurz oben erstmal gucken, weil wir gerade hier schon auf der Anhöhe sind. Ja, hier ist was. Die Sterne stehen richtig und bald beginnt der Zyklus von vorn. Die Zeit ist gekommen, in den Leib der Mutter zurückzukehren. Wir werden wiedergeboren werden, Brüder und Schwestern. Also ich glaube, meine einzige Berührung was war denn das? Stricken? War das Stricken? Ich glaube ja, war früher Nadelarbeit in der Schule. Lasst kein einziges Blatt zurück. Niemand soll das lesen, während wir dort unten sind. Okay. Das wird schwieriger, das hier rauszufinden, was hier gemacht wurde. Wartet nicht auf mich. Ich komme nach. Bringt sie zum Krematorium. Wir zerstören sie, bevor wir tauchen. Ich muss herausfinden, was genau hier passiert ist. Oh Gott, das wird jetzt kompliziert. Ich glaube... Lasst kein einziges Blatt zurück. Niemand soll das lesen, während wir dort unten sind. Ich glaube, es fängt oben an. Die Sterne stehen richtig und bald beginnt der Zyklus von vorn. Die Zeit ist gekommen, in den Leib der Mutter zurückzukehren. Wir werden wiedergeboren werden, Brüder und Schwestern. Lasst kein einziges Blatt zurück. Niemand soll das lesen, während wir dort unten sind. Bringt sie zum Krematorium. Wir zerstören sie, bevor wir tauchen. Wartet nicht auf mich. Ich komme nach. Fanatiker, die sich in der Erlöserkirche eingenistet haben. Sie entledigten sich mehrerer Leichen, nahmen so viele Dokumente wie möglich mit und tauchten ab. Ich
Kirchengänger wollten Brutus einäschern. Ist keine Kirche, sondern eine Sekte versteckter Kultisten unter der Kirche. Nein. 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 Okay. Die Aufzeichnungen aus der Kirche, die die Kultisten mitgenommen haben, sind meine einzige Hoffnung, herauszufinden, wer Brutus Carpenter nach dem Leben trachtet. Entweder läufst du ohne Knopf in der Hose rum oder du hast tausende Hosen, und weil du immer eine neue kaufst, weil der Knopf ab ist. Okay, die gehören nicht zusammen. Gut. Ich befürchte ja, wir müssen tauchen, ne? Es ist dieselbe Sequenz, die wir schon mal gesehen haben. Der Computer von deiner Bank sagt nein, aber die VGA-Sachen, ja? Zis. Auch Hosen können Wertanlagen sein. Besonders wenn da drin Geld ist. Let the Lord of the Woods assure your eyes guide you. Okay. Ja, wo auch immer wir sind. T drücke für weitere Informationen. Ich drück mal, ne, brauchen wir nicht. Harpunengewehr. Wie viel Schuss haben wir denn? Ich glaube, davon hatten wir unzählige, ne? Von dem Ding. Okay.